Eine ganz tolle Screencast-Software ist Camtasia. Allerdings ist die nicht kostenlos, sondern die wird ein paar Euro kosten. Die findet man von der Firma TechSmith. Man geht auf www.techsmith.de/camtasia.html und dann landen Sie hier, wo wir jetzt gerade sind. Dort gibt es auch einen sogenannten Gratistest. 30 Tage lang kann man Camtasia kostenlos testen und sich dann ein Bild davon machen, ob die Funktionen einen überzeugen. Die Software von Camtasia ist relativ einfach gehalten. Man kann hier den Bereich auswählen, der gefilmt werden soll. Ein Vollbild oder auch ein benutzerdefinierter Bereich. Das wieder das gleiche wie bei Screencast-O-Matic, wo ich den Bereich auswählen kann. Im Normalfall wird der Vollbild ausgewählt. Gleichzeitig kann ich entscheiden, ob eine Kamera zu sehen ist oder ob sie nicht zu sehen ist. Das entscheidet dann später auch bei der Aufnahme, wann an welcher Stelle ich eine Kamera haben will. Ich kann das Audio anstellen oder ausstellen. Nur ein Erklärvideo zu machen und das Audio auszumachen macht wenig Sinn. Hier wird auch noch gleichzeitig der Pegel angesehen. Man kann mehrere Sachen dazu ergänzen, aber tatsächlich reicht es am Anfang einfach auf Record zu drücken und es geht los. Es wird wunderbar ein Countdown zurückgezählt und immer schön angezeigt, dass man mit F10 das Ganze beenden kann. Drücke ich also auf F10, wird die Videodatei erstellt und gleichzeitig gleich abgespielt. Hier in diesem Fenster. Anschließend kann ich diesen Test speichern und das Tolle an Camtasia ist dann, dass es sich direkt in einem Videoschnittprogramm öffnet. Das heißt, ich habe hier alle drei Aufnahmen bereits beieinander. Ich kann bestimmen, wo und in welchem Bereich meine Kamera zu sehen sein soll. Ich kann mit einem kleinen Kniff sogar den Hintergrund entfernen und weitere Spielsachen. Das wäre jetzt aber zu viel, das auf einmal zu erklären. Auf der Homepage von Camtasia finden Sie aber einen Support und dort finden Sie von Anton Beulen ganz viele Tutorials. Sie müssen nur vorher noch Camtasia Studio auswählen, das wird Ihre Version sein, außer Sie verwenden ein MacBook. Und dann werden Sie wahrscheinlich die Tutorials von der Version 8 verwenden. Dort hat Anton Beulen ganz viele Tutorials zusammengestellt, mit denen Sie ganz leicht einen Überblick bekommen, was mit Camtasia möglich ist. Wenn Sie schnell ein Erklärvideo machen wollen, dann ist es geschickter, eine kostenlose Version zu verwenden. Wenn Sie aber anfangen wollen zu schneiden und Übergänge zu machen, beziehungsweise nicht am Stück aufnehmen wollen, dann bietet sich Camtasia an. Ich habe 2 Jahre lang nur mit kostenlosen Software gearbeitet und jetzt will ich nicht mehr von Camtasia weg.